Herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge. Ich habe hier nochmal 3 GoPros eingepackt und eine habe ich in der Hand. Ich finde das immer süß, wenn ich dann immer höre, ja, mein Akku oder meine GoPro. Alter, ein Akku, eine GoPro? Nein, kann ich nicht. Wir brauchen allein schon aufgrund der Verluste mehrere und durch mehrere Kameraperspektiven kann man auch mehr sehen, mehr einfangen und coolere Sachen machen. Ob es cool wird oder nicht, weiß ich nicht. Diese kleine Herzlich Willkommen Sonderfolge bezieht sich heute auf Trecker Track. Ich bin so ein bisschen alleine unterwegs, das macht die Sache eigentlich noch schwieriger. Katharina muss lernen. Hier muss das Frontgewicht erstmal zornig, ne? Kennt ihr zornig? Das muss gerade, sonst kannst du nichts. Es geht einfach nicht, es muss gerade. Oder ein bisschen in der so, ne? Ich will mal gucken, dass ich ein paar mehr Kameras aufgehängt kriege im Trecker, weil Außenaufnahmen kriegen wir nicht, weil Katharina nicht da ist. Und dadurch bedingt müssen wir halt mehr Innenaufnahmen machen und mal gucken, ob wir das irgendwie ein bisschen anders eingefangen kriegen. Ich werde mal gucken, dass das irgendwie geht. Es geht heute nach Gönnebeck zur Landjugend Renswüren. Die veranstalten da schon zum x-ten Mal einen Trecker-Track. Letztes Jahr war Jubiläum. Leute, seht es mir nach. 10 Jahre, 15, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube 10 Jahre würde ich mal sagen, Trecker-Track. Das reicht aber nicht. Nein, das reicht nicht. Muss mehr sein. Egal, auf jeden Fall immer eine nette Veranstaltung, da wollen wir hin. Wir fahren heute los mit unserem Fendt Vario TMS 926. Vorne drinne, das kann man sehen, wir müssen es nochmal wiegen. In dem Moment 600 Kilo plus das Eisen. Ich habe keine Ahnung, das Eisen wiegt vielleicht 50 Kilo oder so, also 650 Kilo. Gestern hat mein Vater mich noch unterstützt. Wir haben die Reifen gezogen. Wir ziehen immer andere Räder auf. Der eine oder andere sagt, oh, mehr Profil ist besser. Jeder hat da so seine Philosophie. Hauptsächlich geht es mir darum, das sind meine Räder, die brauche ich, damit verdienen wir Geld. Das da sind meine Räder, wenn da irgendwas mit passiert, ist mir das egal. Weil ich kann immer noch das da wieder draufbauen und losfahren. Ne? Darum geht's. Können wir aber auch gerne noch mal zu sprechen kommen. Vorne fahren wir ja einen Friedestein in Dimension 665-34 bei der ganzen Aktion und hinten fahren wir einen Michelin 870R38. Der ist passig von der Höhe her zu 710-70-42. Die Höhe ist nämlich 2,5 Meter und das muss ja immer in Einheit zueinander sein. Der Trecker steht hier jetzt so, wie er steht. Tank leer, Frontzapfelle drin und. Wiegen wir gerade genau 9 Tonnen, wenn alles abgebaut ist. Ne? Wenn das Heckgewicht abgebaut ist und das Frontgewicht abgebaut ist. So, wir ziehen 9 Tonnen, das heißt, der Schlepper darf maximal 9 Tonnen wiegen. Dementsprechend muss das alles abgebaut werden zum Ziehen. Ganz eventuell, je nachdem, wie viel Diesel raus ist, diesmal ist ziemlich viel Diesel raus, können wir noch mit einer Stange vorne in die Fronthydraulik meinetwegen nochmal irgendwie 2-3 Scheiben reinhängen. Das ist so fürs Gewissen, keine Ahnung. Das macht den Erfolg nicht aus oder was auch immer, aber fürs Gewissen kann man das gerne mal machen. Die hängen da drinne. So, wer aufgepasst hat, Mathematik. Wir ziehen ja 9 Tonnen, also der Schlepper darf maximal 9 Tonnen wiegen. Das haben wir, nackig. Und dann haben wir, dass wir noch 11 Tonnen ziehen. Bei 11 Tonnen darf der Schlepper maximal 11 Tonnen wiegen. Jetzt kommt Mathe. 650 Kilo haben wir vorne schon drin. Von den 9 Tonnen, also von den 11 Tonnen. Das heißt also, wir haben 9650 Kilo schon drin. Also dürfen wir 1350 Kilo im Heck verbauen. Oder eben, wir packen uns noch ein bisschen was nach vorne nachher, denke ich mal. Aber dann haben wir eben 11 Tonnen. Wir haben immer ein bisschen mehr Gewicht mit. Hier sind ein paar Scheiben zu viel drauf. Die können wir wegpacken. Dafür ist ja die Waage da. Es wird ja immer nach jedem Wiegen, nee, nach jedem Ziehen gewogen. Und man kann natürlich auch freiwillig vorher ziehen. Alter, jetzt ist es durcheinander. Man kann natürlich auch freiwillig vorher wiegen, was wir auch immer machen, um uns einfach sicher zu stellen, dass wir nachher nicht zu schwer sind. Weil niemandem ist geholfen, du hast gezogen und einer, du fährst auf die Waage und er sagt dir, ja, du wiegst aber 11.500 Kilo. Dann hast du ja nichts gewonnen. Also wiegen wir immer vor Ort mit der Waage. Die Waage vor Ort, das ist ja nicht die Waage, die ich irgendwo in meinem Ort habe, die meinetwegen sogar polizeilich genommen wird, weil die geprüft und gemacht und getan ist. Nee, das nützt ja alles nichts. Die Waage vor Ort, das ist die, die zählt und die ist für jeden gleich. Und
Deswegen wiegen wir auch immer einmal vorher. Sicher ist sicher. Und das kostet 3 Euro, keine Frage, aber die 3 Euro ist es mir auf jeden Fall wert. Ne? Genau, das haben wir soweit. Wir haben unseren kleinen, schnuckeligen, hydraulischen Oberlenker drinnen. Hat einfach den Hintergrund, wenn wir ab- und ansatteln auf einem Acker, ne? Wir haben hier Rohre, wenn wir auf einem Acker ab- und ansatteln den ganzen Kram über unser weiße Dreieck, dann können wir darüber die Neigung verstellen, dass wir das besser aufgenommen kriegen. Das ist nämlich auf so einem Acker immer so, oh, ja, nicht ganz so einfach. Ne? So, jetzt haben wir hier noch Beleuchtung nicht schön und dann passt es. Ne? Gut. Das ist erstmal dazu zu sagen, dann werden wir uns jetzt auf den Weg machen und dann sehen wir uns, denke ich mal, auf dem Weg wieder. Oh, die erste Flasche wieder nach Hause. Wir fahren hin, ne? Oder ich in dem Moment. Wie immer, spät dran. Na, spät dran nicht. Heute geht's. Jetzt haben wir es 13 Uhr. Oh, da schmieren die Autogrammkarten ab. Oh, 13.16 Uhr, online angemeldet, rein theoretisch, passt das alles, ne? Ja, mal gucken, ist für uns, für mich in dem Moment, jetzt nicht so eine weite Fahrt, weiß ich gar nicht, halbe Stunde, zack, ist man da, ne? Heimspiel, kann man quasi sagen. Ja, und dann wollen wir mal gucken, die Sonne brennt, es ist irgendwo auf meinem Thermometer sind irgendwo 26 Grad. Die Sonne sticht manchmal nicht so doll, aber das zeugt immer dann von so einem Schauerregen oder so, ne? Muss man mal aufs Regenradar gucken, ob da nicht irgendwo so ein Gewitter vorbeiziehen will. Bei uns zu Hause will das ja nicht, aber hier von zu Hause ein bisschen weg sind die Chancen ja vielleicht ein bisschen größer, ne? Wer weiß schon was. So, genau. Deswegen lieber nochmal aufs Wetter gucken. Nicht, dass ich da noch einen nassen Plüschi kriege. Moin. Ah, der Nico ist schon wieder am Bessern, glaube ich. Meine ich, denke ich. Mit Kupplung. 53,5 Meter. Thank you.
wir stehen an für 9 Tonnen. Timmy! Weiß nicht, wie weit der war. Der 8,24 davor war ja echt gut. Jetzt kommt Tommy. Thomas, du sollst die ganze Zeit reingucken. Ja, sehr gut gemacht. Dankeschön.
drauf. Ohne. Jetzt so. Pumpen. Duales Aufpumpen macht die Sache wesentlich leichter, ne? Genau. Heute müssen wir mal gucken. Ich hoffe, wir kriegen da noch, da sind noch Listen. Da muss ich mal raufgucken, wo wir waren. Aber es pendelt sich immer so zwischen, weiß ich gar nicht, 5. und 10. Platz ein oder so. Müssen wir mal gucken. Und dann, ja, geben wir die Ergebnisse noch bekannt. Das nützt ja alles nichts. Na? Chillst du hier in der Tür? Oh Mann. So, wir gucken noch mal raus, weil das Wetter so schön ist. Ja, ihr müsst euch da nichts bei denken. Wir haben halt einen am Darm. Oh, jetzt ist aber Action. Oh, hier ist aber Sonne. Hier ist sehr warm. Sonne. Ich bin noch gestern, da die Werkstatt ja voll ist, bin ich gestern nicht mehr reingefahren. Und da das Wetter gut ist, hat das hier mal draußen geparkt. Der ist auch Strafe, der muss mal draußen stehen zur Strafe. Vielleicht hätte ich auch draußen schlafen müssen auf dem Sofa oder so zur Strafe. Was wollte ich eigentlich sagen? Achso, ich wollte das Ganze ja nochmal irgendwie abschlusstechnisch irgendwie abschließen. Ne? Ich hatte das Video irgendwie sondermäßig angefangen, dann muss ich das ja auch irgendwie sondermäßig zu Ende bringen. Wie ich das zusammenschneide, weiß ich auch nicht, aber das macht ja eigentlich auch nichts. Da war ja die schöne Veranstaltung von der Landjugend Rendsburg. Und genau, beim Zurückfahren gestern, erstens Werkstatt voll und zweitens gab es ja auch gar nichts zu zeigen. Ne? Weil ich habe hier so einen Spickzettel und auf dem Spickzettel ist hier drauf, 9 Tonnen Klasse, 40 Starter. Na, wie viel da? 14 da. Nein. Doch, 14 da. Du hast es gerade aufgeschrieben, Schatz. Genau. Oh mein Gott. Da, 14. Da muss ich sagen, aber es ist ja egal. Es war ein Fahrfehler auf jeden Fall. Ich war da woanders gefahren, da hätte ich nicht fahren sollen. Ich hatte mir da auch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Egal. Es ist ja mit 14 von 40, da ist man ja noch im vorderen Drittel unterwegs. Von daher alles gut. Das ist ja auch das, was ich immer sage. Ne? Es geht immer mal um. Mal sind wir eben vorne mit dabei, mal nicht. Und gestern waren die beiden Glücksbringer hier, ne? Mhm. Glück 1 und Glück 2 ja nicht da, ne? Und dann hat es halt dafür nicht gereicht, ne? Und dann war eben noch die 11-Tonnen-Klasse. Und bei 11 Tonnen, muss ich wieder nachgucken, so bummelig 30 Starter. Und 10. Platz. Also wieder im ersten Drittel gerade noch so dabei. War gestern nicht so erfolgreich. Da war es auch so, da war ich dann die Strecke gefahren, die jeder gefahren war und hätte wohl irgendwie noch einen halben Meter weiter rüber gemusst. Hat eben auch nicht gepasst. Ist ja auch nicht schlimm. Von daher, da mal ohne Pokal, aber trotzdem mit Erkenntnissen und hier gestern wieder super cool. Ich persönlich habe ja wieder mit super vielen Leuten geschnackt und war auch alles
mega tutti entspannt so irgendwie. Weiß ich auch nicht. Auch abends noch ein bisschen länger geschnackt. Richtig nette Veranstaltung. Über 300, ich glaube 360 Starter waren da gestern. Also das war schon echt krass. Ne? Wir waren auch nachher relativ spät mit Ziehen. Ne? Ich glaube, das ging bis 21 Uhr so. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Ohne dass da irgendwelche Verzögerung war. Also war nichts kaputt oder sowas zwischendurch, sondern einfach immer flockig, ein nach dem anderen. Ne? Ich habe euch da ja auch ein paar Aufnahmen noch gemacht, so von der 9-Tonnen-Klasse. Ein paar mehr, dass man mal sieht, so im Vergleich, was ich davon mit meiner Kamera eigentlich, da weiß ich nicht, ihr habt noch in die Mitte bei Thomas auf Rundballen habe ich die eine Kamera gestellt, in der Hoffnung, dass man da auch was sehen kann. Und dann gucken wir uns die Aufnahmen mal an. Oder ihr habt die ja dann in diesem Moment ja schon gesehen, ich noch nicht, was davon geworden ist. Und dann haben wir das mal so in Einzelnen so ein bisschen so zusammengefasst, weil das andere Video auch schon relativ lang war. Wann ich dieses Video jetzt irgendwie ins Rennen schmeiße, weiß ich auch nicht. Vielleicht wird es ein Dienstag sein, vielleicht wird es ein Donnerstag sein. Keine Ahnung. Lasst euch überraschen, wie wir uns überraschen lassen. Und dann hoffen wir, dieser kleine Einschieber mit dem Trekker-Track hat euch allen gefallen. Und wir sehen uns locker, fröhlich zum nächsten Video wieder. Ne? Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Genießt den Sommer. Tschüss.